So, hallo, ich begrüße meinen neuesten Interview-Gast. Und zwar hier neben mir Master Dex. Hallo Frank, wie hat es dir gerade eben gefallen bei BeatConnect? Hallo Annie, also mir hat es sehr gut gefallen, sehr aufregend, geflasht eigentlich wie immer. Wie fandst du es, dass das Publikum diesmal hinter dir stand? Es geht. Es geht, okay. Also ich finde es halt gut, wenn man es sieht, in die Augen schauen kann letztendlich, auch ablesen kann, was sie halt denken, fühlen, wie auch immer. Das finde ich halt gut, besser. Du bist eher einer, der das Publikum gern vor sich hat und genau weiß, in welche Richtung dann der musikalische Wandel gehen soll. So ist es. Du bist ja nun auch schon seit 1988 zur Musik elektronischer Weise gekommen. Wir haben uns vorher mal ein bisschen unterhalten und da hieß es so, KLF war so deine Initialzündung für die elektronische Musik. Ja, das stimmt. Also ich habe mir da einige Tapes gekauft, unter anderem auch in Polen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist das, was ich schon immer hören wollte. Und ja, das hat mich halt dazu bewegt, weiter in die Richtung zu gehen und zu hören. Erstmal zu hören. Die Initialzündung war dann, glaube ich, aber 99 mit Berlin. Was war da so für dich das Besondere an der Parade der Liebe? Ja, das, wie gesagt, die Love Parade war das. Das war die erste, 99. Also für mich die erste. Absolut mitreißend. War auch ziemlich böse, muss ich mal ehrlich sagen. Und ja, ich wollte dann halt in der Hinsicht mehr, ist ja ganz klar. Darauf das Jahr gleich nochmal, darauf das Jahr nochmal. Und dann ging es ja schon langsam los mit Kriselzeiten, der Love Parade und so weiter. Und ja, das fand ich halt gut, ne? Also. Wir machen einen kleinen Sprung in Anfang 2004. Da gab es ja für dich so ein einschneidendes Erlebnis mit deinem ersten Kauf. Was hast du dir denn gekauft? Also ich habe mir Technics 1210er gekauft damals, weil ich das auch unbedingt mal probieren wollte oder ich immer dachte so, gut, was die anderen können, kann ich auch. Gekauft, probiert zu Hause, unter anderem nicht mit einem zweiten Plattenspieler, sondern mit einem Satellitenreceiver über Sunshine Live. Ja, hat funktioniert halt. Bis quasi der zweite Beat eingespielt werden sollte, dann dachte ich mir, oh, das geht nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, das heißt sparen bis zum zweiten halt quasi. Aber das war ganz gut eigentlich. Ich habe dann damals eine gute Freundin, also meine damalige Freundin, kennengelernt. Und die hatte schon ein Set. Zwar nur ein Reloop 1000er, aber für den Anfang absolut top, muss man ehrlich sagen. Halbes Jahr maximal. Dann habe ich meinen hingestellt schon. Und dann habe ich einen zweiten irgendwann gekauft, also komplett. Also ein neues Set quasi. Mit Umbau, blaue LEDs, Rückwärtslauf und so weiter und so fort. Und dann ging es eigentlich los, ja. Das fand ich ganz gut. Das war alles noch in Spremberg, gell? In der WG? Ja, genau. In der WG, genau. Wir waren die sogenannte Station 12 in Spremberg. Also das hat man gehört, das wusste man so. Egal, wenn alles geschlossen war, Station 12 hatte immer offen sozusagen. Ja, war eigentlich eine schöne Zeit, erinnere mich gern zurück. Verrückte Zeit. Freut mich zu hören. Wir machen einen ganz kleinen Sprung ins Jahr 2015. Und da hast du nach kurzer Unterbrechung dann wieder zurück zur Musik gefunden, ja? Ja, so ist es, Annie. Ich bin hier wieder zurück in die Heimat gezogen quasi und wollte halt wieder Fuß fassen in Sachen Musik und so weiter. Dann habe ich mich halt rumgehorcht und nachgefragt, wer wo was wie spielt, veranstaltet und so weiter. Bin ich letztendlich auf Lichtschutzfaktor gekommen von Freiberg, wo ich jetzt übrigens auch als Resident DJ spiele oder bin sozusagen. Freut mich natürlich sehr, ist ganz klar. Und Lichtschutzfaktor habe ich halt gespielt, wo du dann halt auch mich zum ersten Mal gehört hast. Wo du meintest, mein Set war so pampe, dass du mich eigentlich hier einladen wolltest, musstest sozusagen, genau. Ja, und jetzt bin ich halt hier, ja. Worüber ich mich sehr freue und gerne wieder. Und ich denke, du hast den Laden gut gerockt auf jeden Fall. Es gab noch eine Geschichte mit dem Farblager, magst du das noch mal kurz erwähnen?
Ich hab, also Farblack hat damals mal so einen Contest gemacht und da habe ich mich beworben, ganz klar. Und ich bin in die engere Auswahl gekommen, leider nur. Ja, immerhin. Immerhin die engere Auswahl. Ja, gut, sagen wir so. Ich hätte gern gewonnen, sagen wir mal so. Und nee, war ganz interessant halt. Mal gucken, was da noch in Zukunft kommt vielleicht. Würde mich sehr gern freuen drüber. Ganz abwegig ist es natürlich nicht, wurde mir gesagt. Ja, mal gucken, was kommt. Ich lasse mich überraschen. Ja, und im Laufe der Zeit ist natürlich dann auch eine Anfrage gekommen von den OBC-Jungs, von der OBC-Crew, die wir dann auch beim nächsten Mal hier begrüßen. Der Talar und Mr. Ravens, glaube ich, da. Stimmt? So ist es, ja. Da gibt es auch schon wieder was Neues. Das spiele ich dann demnächst nicht, aber in Dezember am 25.12. im Tivoli Freiberg. Schönes Techhaus, denke ich mal, so in der Richtung wird es dann gehen. Ja, lass ich mich überraschen und freue mich drauf. Ja. Na super, da wünsche ich dir heute noch einen schönen Heimweg und sag einfach mal, rausch durch die Musik. Tschüss, Frank. Bye, bye. Tschüss, Annie. Tschüss, gut gelebt.